Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es geht weiter. Es ist Donnerstag. Die Gerüchte, Küche, die Kater News, die Broden, die Playoffs starten in die heißeste Phase, Finale jetzt. Dann Playdowns. Darauf gehen wir alles ein. Bevor das Video beginnt, möchte ich mich erstmal bei euren Support bedanken. Die letzten Videos gingen sehr, sehr ab und wirklich vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir gehen ganz kurz rein in die Playdowns. Selb, Glückwunsch natürlich an Selb zum Klassenerhalt. Waren enge Spiele. Bietigheim hat nicht schlecht gespielt, aber Selb hat sich am Ende dann durchgesetzt. Selb hat 3 Siege geholt und Bietigheim nur einen. Ja, somit Bietigheim in der Oberliga. Und ich glaube, es ist auch schon fast sicher, dass sie absteigen. Weil Weiden und Hannover, die haben ja beide die Berechtigung, Spielberechtigung, weil sie so und so viele Sachen hinbekommen und dies und das. Ich kenne mich da jetzt noch nicht so gut aus und dürften aufsteigen. Also eine der beiden Mannschaften, die stehen ja im Finale. Und ja, deswegen wünsche ich Bietigheim natürlich alles Gute auf dem weiteren Weg und hoffentlich kommen sie dann stärker zurück, weil die Saison, das ist als Fan einfach nicht schön. Deswegen, es ist verdient, man muss es sagen, es ist verdient, dass sie abgestiegen sind, aber am Ende ist es nicht schön, wenn die Mannschaft, die man liebt, lebt, keine Ahnung, ist natürlich überhaupt nicht schön. Aber am Ende war es halt verdient, muss man sagen, ja. So, Finale. Kassel gegen Regensburg. Kassel hat sich mit 4-1 durchgesetzt gegen Kaufbeuren und Regensburg hat sich 4-2 gegen Krümmitschau durchgesetzt. Ja, Regensburg dann doch überlegen oder enttäuschen eher gesagt. Dieser Mann ist ja unglaublich. Aber ich will hier auch keine Prognose irgendwie geben. Sollte das bessere Team gewinnen. Ich denke, das wird ein hartes Stück. Aber für mich, ich gebe meine Meinung nicht ab, ich tue mir das nicht an, weil das ist schwer, wenn ich gegen Regensburg tippe und keine Ahnung, aber ja, erstmal noch ganz kurz, Krümmitschau und Kaufbeuren, geile Saison, Kaufbeuren dann in der Liga, zwar ein bisschen abgesagt, sage ich jetzt mal, guter Start und dann ging es immer ein Stück weiter runter. Ganz, ganz starke Saison. Trotzdem haben sie sich dann gegen Landshut durchgesetzt. Und Krümmitschau natürlich überragende Saison. Und gegen Krefeld durchgesetzt. Was will man mehr? Und dann gegen Regensburg, gegen den Zweitplatzierten. Einen guten Fight geliefert. Am Ende waren die Kräfte ein Stück weit weg. Wenn Max Bellinton war der ein oder vielleicht der beste Verteidiger dieses Jahr. Und das tut natürlich viele Lücken reißen, aber man kann trotzdem stolz sein und Regensburg auch natürlich ganz, ganz stark, ne? Aber was ich da nur sagen kann, was ich jetzt so gesehen habe in dem Spielen oder in den Spielen, da hat mir ein bisschen Playoff gefehlt. Das war für mich wie ein Freundschaftsspiel, keine Ahnung. Da fand ich das in anderen Spielen, Lausitz gegen Kassel zum Beispiel, viel interessanter vom Körperlichen her, weil da geht's um, da haut ihn noch drauf. Versteht ihr, was ich meine? Aber ich möchte auch viel weiter nicht mehr reden. Und zwar, wir gehen rein, weil es ist viel. So, wir fangen an. Ganz oben fangen wir natürlich an. Bei Bietigheim ist nichts passiert bisher. Aber da wird von meiner Seite auch nicht relativ viel kommen. Bei den Dresden Eislöwen. Ich habe mir das alles aufgeschrieben, dass ich ja nichts vergesse. Da ist nichts passiert bei Bad Nauheim. Ja, genau. Da gibt es zwei Neue, die sehr jung sind, ja, Kölsch, beide, warte, ich sagte erstmal Ulrich Geide, beide sind sehr, sehr jung, Ulrich Geide, wenn ich ihn richtig ausspreche, es tut mir leid, falls nicht, der kommt von der U20 Köln und Kölsch, der kommt von der U20 von den Adler Mannheim und die werden den Sturm, ja, weiterbilden, sage ich jetzt mal, und versuchen mit ein bisschen jung, vielleicht werden die dann auch in der Oberliga zum Förderlizenzteam gebracht. Keine Ahnung, aber ich wünsche denen viel Glück, viel Erfolg und hoffentlich können sie sich in Bad Nauheim durchsetzen. Dann, nächste News, der EHC Freiburg
Da bleibt der Grätz, Markus Grätz, die 88, macht dann die Verteidigung auf vier Männer. Genau, mehr gibt es da jetzt nichts zu sagen. Dann Landshut, da ist relativ viel passiert. Erstmal Sebastian Fulke und Benedikt Brückner haben ihre Karriere beendet, auch da vier Erfolge im weiteren Leben und waren echt starke Eishockeyspieler. Und Samir Kabutli geht und Stohwasser, der wird auch Landshut verlassen, so wie ich es jetzt richtig gesehen habe. Genau, kommen, / bleiben ist Till Michel, der kommt von der eigenen Jugend, glaube ich, hoch, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja, U20, genau. Zientek bleibt und Rogel. Genau, das sind die Männer, die jetzt weiterhin bleiben, was ich jetzt so gesehen habe. Dann Krefeld. Erhoff beendet jetzt endgültig seine Karriere und ich glaube, das war jetzt auch, ja, erstmal dafür, vielen Dank für das geile Jahr. Er hat echt wieder den Eishockey geprägt mit seinen ganzen Sachen allgemein. Und dann ist relativ viel passiert. Im Tor, ich gehe jetzt einfach vom Tor zur Verteidigung und zum Sturm. Im Tor bleibt Julius Schulte, Felix Pick und Bittner. Ich, meiner Meinung nach, ich kann ja auch gerne so ein bisschen meine Meinung davon geben. Ist es sehr gut. Felix Pick sehe ich als 1. Bittner oder Schulte als hinter ihnen. Und einer, der könnte immer mal zu dem Viertellizenz-Team gehen oder keine Ahnung. Aber finde ich gut, weil es zwei, glaube ich, sehr junge sind. Dann in der Verteidigung Erik Buschmann, David Trinkberger, Konze. Der kommt, glaube ich, von der Jugend hoch und wird Erfahrung ein bisschen sammeln. Maximilian Adam, Rivers und Maximilian Söll bleiben. Also hast du schon deine Verteidigung eigentlich so gefühlt durch. Dann John Matsumoto, Leon Niederberger, Philipp Kunekart, David Czerny, Lesio Weiss, Kretschmann, Fox. Ich glaube, er war das mit der Jugend. Einer, und ich glaube beide. Es tut mir leid, falls ich mich da nicht optimal informiert habe. Dann Flake und Mike Fischer bleiben. Und Seger, der müsste auch hochgeschoben werden. Er kriegt einen Vertrag und der wird dann wahrscheinlich in eine Förderlizenz bekommen, dass er anderen Mannschaften spielen kann. Dann gehen wir zu den Füchsen. Da ist auch relativ viel passiert. Da war ja die Abschlussfeier. Passiert ja dann auch bei Kaufbeuren und Krümmetschau bald und da werden wahrscheinlich dann auch nochmal ein paar News kommen. Tommy Steffen verlässt, also ich tue jetzt erstmal alle Ansagen, die die Füchse verlassen. Tommy Steffen, Sam Hoop, Julian Weiser, Dominik Boatsch, Lukas Walacek, Wille Järveläinen, Samuel Dorf, McForce, Daniel Wissner, Ilja Fleischmann und Justin van der Ven. Die werden gehen. Dann ist einer gekommen, Alexander Dosch. Der hat bei Lindenau gespielt 2 Jahre. Konnte dann in der Saison, in der letzten 25 Scorer in 38 Spielen. Ist ein Stück verletzungsanfällig gewesen. Hatte ein paar Verletzungen, aber ich denke, es ist kein schlechter Transfer. Wir werden sehen, was er da bringt. Dann kommen wir zu den nächsten News. Ravensburg hat 2 Vertragsverlängerungen gebracht. Nick Latta und Sam Herr. Im Kader steht jetzt noch Scharipov. Der hatte ja zuvor schon verlängert. Das sind jetzt die 3 Spieler, die bisher im Kader sind. Dann Kaufbeuren behält ihren Trainer Daniel Jun. Der wird Kaufbeuren das weitere Jahr begleiten und hoffentlich erfolgreich beglücken. Dann zum letzten Team, die Starbus Rosenheim, Dennis Scherwinin. Ihr wisst schon, wen ich meine. Marvin Feige, Sebastian Zimmermann und Christian
Obu, die gehen. Und ja, das war's tatsächlich. Das waren die News aus den heutigen Tag oder heutigen Woche, sage ich mal. Nächste Woche Donnerstag kommt dann die weiteren News. Und ja, bevor das Video endet, ich möchte sagen, schreibt gerne eure Meinungen zu dem Format, was ich so mache gerade wegen den ganzen Transfers. Und schreibt auch gerne Verbesserungen rein, was ihr euch noch dazu wünschen würdet. Oder ein extra Video zum, keine Ahnung, ich habe da keine Ideen gerade, was dann auf jeden Fall kommt, wenn dann diese Saison vorbei ist in der DL2 auf jeden Fall. Dann fangen wir an. Da gibt es ein Recap oder ein, wie man sagt, Rückblick von der Mannschaft. Ich sag euch, wie ich es fand, was ich getippt hatte, welche Punkte gut waren, welche schlecht waren und natürlich alles meine eigene Meinung. Schreibt gerne rein, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann hören wir uns bald beim nächsten Video. Ciao.